Sie sind Professor für Lebenszeit in Freiburg am Breisgau. Sie haben eine Gastprofessur in Berlin. Sie sind Bestsellerautor, haben mehrere Bücher verfasst. Sie haben eine dreifache medizinische Ausbildung genossen. Sie sind Psychotherapeut. Wahrscheinlich haben noch einige Funktionen vergessen, die Sie auszeichnen. Gibt es trotzdem so etwas wie ein Kerngebiet, das Sie beschäftigt und umtreibt? Ich bin Mediziner mit Leib und Seele, Arzt mit Leib und Seele. Und es hat mich immer interessiert, wie wir Menschen eigentlich funktionieren. Und ich habe das Privileg gehabt, dass mir meine Lebenszeit die Möglichkeit gegeben hat, zunächst mal die Körpermedizin zu erforschen, die innere Medizin, die biologische Medizin kennenzulernen und dass ich dann nach und nach in die Neurowissenschaft und in die Psychologie und Psychotherapie überwechseln konnte. Und diese Kombination zwischen Körper und Seele und Geist, dass dieses Feld, in dem sich Körper, Seele und Geist begegnen, das ist das, was mich interessiert. Und ich möchte verstehen, was uns Menschen zu sozialen Wesen macht und wie soziale Erfahrungen, die wir in der Welt machen, zurückwirken auf uns. Aber nicht nur auf unsere Seele zurückwirken, sondern auch auf unseren Körper. Und da sind wir eben an dieser Schnittstelle zwischen Körper und Seele. Und das ist im Grunde das, was gute psychosomatische Medizin auch ausmacht. Das heißt, dass wir immer schauen, wenn Menschen in der Welt agieren, unterwegs sind, dass wir immer schauen, wie sind die sozialen Beziehungen, in denen sie stehen und was machen die sozialen Beziehungen mit dem Schicksal, mit dem gesundheitlichen Schicksal dieser Menschen. Jetzt verstehen Sie es ja meisterhaft, nicht nur Menschen miteinander in Beziehung zu bringen, sondern auch Disziplinen. Sie haben die Medizin erwähnt, es gibt die Psychologie, es gibt die Neurowissenschaften, aber auch die Philosophie, die uns dabei hilft, das Ganze zu interpretieren. Mhm. Ich möchte Ihnen gerne ein konkretes Beispiel geben. Bei Kindern mit einer ADHS wissen wir, dass der präfrontale Kortex, also das vordere Stirnhirn, um etwa 3 Jahre verzögert ist. Mhm. Heißt das nun, überspitzt formuliert, dass diese Kinder eigentlich gar nichts dafür können, dass sie so impulsiv sind, wie sie sind? Entscheidend ist, dass wir uns klar machen, dass vom ersten Lebenstag an über die ganze Kindheit und Jugend hinweg das Gehirn des Kindes und des Jugendlichen sich abhängig davon entwickelt, was dieses Kind in seiner Welt erlebt. Früher hat man gedacht, das sei alles durch die Gene vorherbestimmt. Heute wissen wir, dass der gesamte Körper, auch die Gene eines Menschen, sich abhängig davon entwickeln, welche Erfahrungen wir in der Welt machen. Unser Gehirn ist ein plastisches, also ein formbares Gehirn. Das heißt, soziale Erfahrungen, die wir machen als Kinder, als Jugendliche, werden vom Gehirn wahrgenommen und in Biologie übersetzt. Und unser Gehirn entwickelt sich abhängig davon, was wir erleben. Und Kinder, die sehr unruhig sind, die sich nicht konzentrieren können, das sind oft Kinder, wo das, was wir in der Psychologie Bindung nennen, also wo die Bindung zwischen dem Kind und den wichtigsten Bezugspersonen, den Eltern, anderen Bezugspersonen, wo diese Bindungen sich nicht gut genug entwickeln konnten. Wenn ein Säugling oder wenn ein Kleinkind eine gute Bindung zum Vater, zur Mutter, zur Großmutter oder zur Erzieherin, zur Kindergärtnerin, wenn da gute, tragende Beziehungen sind, wo das Kind weiß, die sind für mich da, auf die kann ich mich verlassen, die helfen mir, wenn es mir nicht gut geht. Wenn eine solche gute Situation mit sogenannten sicheren Bindungen, so nennen wir das, für das Kind existiert, dann sind die Kinder auch in der Lage, sich zu konzentrieren, sich ruhig zu entwickeln. Auch das Gehirn entwickelt sich besser. Und bei Kindern mit ADHS ist es so, dass hier in diesem Bereich der sicheren Bindung Unsicherheiten da sind, dass da eben statt sicherer Bindung unsichere Bindungen sind, zu viel Wechsel, zu viel Unruhe im Umfeld ist. Oft sind diese Kinder auch zu viel vor dem Bildschirm, das wissen wir auch aus Studien. Und diese Mischung aus
Bindungsunsicherheit und zu vielen medialen Anregungen, zu viele Reize, die auf das Kind einströmen, das macht, dass das Kind dann Störungen entwickelt, unter anderem eben auch ADHS. Jetzt könnte man ja denken, wenn Sie sagen, Psychologie wird in Biologie übersetzt, könnte man ja denken, ja gut, da helfe ich ein bisschen nach mit Pharmazie, weil wir da den direkten Kontakt zur Biologie haben. Also Stichwort Ritalin bei einer ADHS. Könnte man sagen, ich gehe auf Nummer sicher, ich schaue, dass ich eine sichere Bindung hinkriege und darüber hinaus verabreichen wir Ritalin, damit das Kind wirklich die Entwicklung nimmt, die wir uns für das Kind wünschen. Wie stehen Sie zu diesem Einsatz von Ritalin? Also ich bin der Meinung, das ist meine Meinung als Arzt und auch als Mensch mit den Erfahrungen, die ich beruflich machen konnte, dass wir in diesem Punkt nicht dogmatisch sein sollten. Grundsätzlich ist es so, dass wir so wenig wie möglich Medikamente einsetzen sollten. Aber es gibt natürlich sicher Einzelfälle, wo ein Medikament für das Kind hilfreich ist. Und das gilt auch für Ritalin. Aber grundsätzlich brauchen Kinder mit ADHS vor allem eine Milieutherapie. Sie brauchen sichere Verhältnisse um sich herum. Sie müssen sich gut aufgehoben fühlen. Wir wissen, dass diese zappeligen Kinder oft viel zu wenig auch körperlich sich betätigen, dass sie zu wenig Sportangebote haben, dass sie sich ihren Körper nicht ausprobieren können. Und in diesem Bereich brauchen Kinder mit Zappel-Philipps-Syndrom Angebote, also milieutherapeutische Angebote. Die Beziehung des Kindes zu seinen Bezugspersonen sollte stabilisiert werden. Und im Einzelfall kann dann auch mal da und dort vielleicht eine zusätzliche Gabe von Ritalin hilfreich sein. Aber primär sind die nicht pharmakologischen Hilfsangebote für diese Kinder. Lassen Sie uns diese Hilfsangebote noch näher präzisieren. Sie haben im Vortrag ein eindrückliches Beispiel des Einflusses der Körpersprache genannt. Ich beginne jetzt gleich zu fantasieren, wäre es auch im Bereich des Umgangs mit Kindern mit einer ADHS möglich, ganz gezielt mit Körpersprache diese Kinder zu therapieren, zu trainieren. Also ich bin selber kein Spezialist für ADHS. Aber generell gilt für alle Störungen, die Kinder in der Vorschulzeit und in der Schulzeit entwickeln, dass das A und O ist die Regulation der Beziehungsebene. Das heißt, wenn ein Kind welche Schwierigkeiten auch immer zeigt, geht es zentral darum zu schauen, wie geht es diesem Kind in seiner Beziehung zu den wichtigsten Bezugspersonen, also zu den Eltern, zur Erzieherin oder zur Lehrkraft. Und hier zu gucken, wo sind da Verletzungen, wo laufen da Beziehungen nicht gut, wo sind Eltern im Stress. Also oft ist es ja so, dass im häuslichen Milieu eines Kindes Not herrscht, dass die Mutter selber am Rande ihrer Möglichkeiten operiert, weil sie keine Unterstützung hat vielleicht, dass der Vater am Rande seiner Möglichkeiten ist, weil er vielleicht arbeitslos geworden ist oder weil eine psychische Erkrankung oder eine Suchterkrankung im Raum steht. Es gibt viele Dinge in unserer heutigen modernen industrialisierten Welt, die Eltern enorm belasten können, nicht Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Erkrankungen verschiedenster Art und die dann dazu führen, diese Belastungen, dass die Eltern wiederum mit dem Kind nicht ausreichend in eine gute Beziehung kommen können. Und hier müssen wir hinschauen, wenn es einem Kind nicht gut geht, wenn wir sehen im Kindergarten oder in der Schule, da ist ein Kind auffällig, dann müssen wir in den Milieuhintergrund hineinschauen, aber jetzt nicht mit dem Finger auf das Kind zeigen oder auf die Eltern zeigen, sondern schauen, wie können wir ins Gespräch kommen mit den Eltern, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es. Und wir müssen da eben als Institutionen, also als Kindergärten, als Kita oder als Schule versuchen, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, hören, was ist ihre Not und schauen, wie wir dann in eine Kooperation mit diesen Eltern, die selbst in Not sind, kommen können, damit dann dem Kind am Ende dadurch geholfen werden kann. Das ist das A und O und das ist immer wieder der gleiche Weg, der zu gehen ist und der ist viel besser, als irgendwelche Medikamente zu geben. Bleiben wir kurz bei dieser Körpersprache, das ist ein ganz interessanter Punkt. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es einerseits darum,
negative Körpersprache zu minimieren, die uns häufig ganz unbewusst passiert, und andererseits darum, positive Körpersprache zu vermehren. Positive Körpersprache, die vielleicht das Zutrauen in das Kind ausdrücken könnte. Damit ich mir ein Bild davon machen kann, damit das Kopfkino angeht, wie drückt sich positive Körpersprache aus? Also bei der Körpersprache ist es wichtig, authentisch zu sein. Das heißt, Körpersprache, die nicht echt ist oder die nur aufgesetzt ist. Ich tue es so, als ob. Eine solche Körpersprache wird nicht wirken. Also Echtheit, Authentizität ist zentral wichtig bei Körpersprache. Das heißt, wenn wir in der Körpersprache Auffälligkeiten oder negative Phänomene haben, zum Beispiel, dass kein Blickkontakt hergestellt wird oder dass die ganze Körperhaltung eine Ausstrahlung von Müdigkeit und Burnout macht. Wenn wir so etwas haben, dann müssen wir auf den Menschen dahinter gucken, weil wir können jetzt nicht an der Körpersprache rumschrauben, mach mal das anders oder mach mal das anders, sondern hinter der Körpersprache stehen ja Gefühle oder eine emotionale Situation. Und das heißt, wenn wir merken, dass wir eine dysfunktionale oder eine nicht optimale Körpersprache beobachten bei einer Lehrkraft oder bei einer Erzieherin oder bei einem Mutter oder Vater, dann geht es darum, auf die Situation hinter der Körpersprache einen Blick zu werfen und zu schauen, was will die Körpersprache mir da sagen? Also ist da jemand überfordert oder hat Angst, er macht alles falsch? Und wenn wir die Emotionalität einer Person erreichen und wenn wir eine Person emotional stützen, dann wird sich auch ihre Körpersprache verbessern. In der Heilpädagogik ist die Frage der Beeinflussbarkeit, der Therapierbarkeit eine ganz wichtige. Also wir schauen nicht nur zurück, sondern auch voraus, was alles möglich wäre. Sie haben es erwähnt, Sie haben sich mit Genen befasst, Sie haben sich mit dem Einfluss des Immunsystems befasst. Wenn ich Sie richtig gelesen habe, dann sagen Sie, dass sich frühkindliche, kindliche Erfahrungen darin auch niederschlagen. Sie selber haben auch geschrieben, dass Sie in der Grundschule Lehrer hatten, die geschlagen haben. Sie selber wurden Opfer von Gewalt. Ist das heute noch bei Ihnen in den genetischen Kleidern drin oder haben Sie das auswaschen können? Ja, vielleicht erstmal zu dieser grundlegenden Tatsache, dass die etwa 23.000 Gene, die jeder Mensch in sich trägt, dass diese Gene mit der Außenwelt kommunizieren. Das hat man früher nicht beachtet und nicht gewusst. Jedes Gen hat einen Genschalter. Und der Genschalter ist der Empfänger von Signalen, die aus der Sicht des Gens betrachtet von außen kommen. Das heißt, Signalbotenstoffe können an den Genschalter anbinden und können dazu führen, dass das nachfolgende Gen entweder aktiviert oder inaktiviert wird. Das heißt, alle Gene sind so eine Art Klaviatur, auf der die Umwelt spielt, die Erfahrungen, die unser Körper in der Welt macht, die seelischen, aber auch die körperlichen, materiellen Erfahrungen, lösen Signale aus, die dann bis in die Gene hineingehen und Gene aktivieren oder inaktivieren. Und nicht nur die Art, wie wir uns ernähren, spielt eine Rolle oder in welcher Umwelt wir leben, saubere Umwelt, vergiftete Umwelt, ob wir uns gut bewegen. Diese Faktoren spielen hier eine Rolle, nicht nur, sondern auch, welche sozialen Erfahrungen wir machen. Das heißt, welche Menschen sind um uns herum, wie viel soziale Unterstützung haben wir. Das, was wir da psychisch und sozial erleben, das wird auch in Signalbotenstoffe übersetzt und aktiviert bzw. inaktiviert Gene. Und abhängig davon, ob gute oder nicht so gute Gene aktiviert werden, gute Gene sind zum Beispiel Nervenwachstumsfaktorgene, schlechte Gene sind Stressgene. Also abhängig davon, ob gute oder nicht so gute Gene aktiviert werden, entwickelt sich unser Gehirn, entwickelt sich unser Körper. Und das Gehirn eines Kindes kann sich vor allem dann entwickeln, wenn Gene aktiviert werden, die Nervenwachstumsfaktoren machen. Und solche Gene werden vor allem dadurch aktiviert, dass das Kind gute Beziehungen hat zu seinen Bezugspersonen, zu den Eltern, zu den Lehrern, zur Erzieherin.
weil das Gehirn des Kindes macht aus sozialer Erfahrung Biologie. Nicht? Jedes Gehirn eines jeden Kindes verwandelt die sozialen Erfahrungen, die das Kind macht in seiner Welt, in biologische Prozesse. Das heißt, Gene werden dann aktiviert und inaktiviert. Und wenn Kinder viel Unterstützung, gute Beziehungen haben, entwickelt sich auch das Gehirn des Kindes positiv. Und dieses Kind kann dann viel lernen und gute Noten schreiben. Das heißt, wir haben also eine Ursachenkette von der sozialen Situation des Kindes über die Aktivierung von Genen, über die zur Entwicklung des Gehirns bis hin eben zur Intelligenz. Und wir müssen eben Familien helfen, dass in Familien, wo Kinder sind, dass dort eben die Kinder gute Beziehungen haben und dass in den Einrichtungen, in denen Kinder betreut werden, in den Kitas, in den Kindergärten und Schulen, dass dort auch die Situation so ist, dass gute Beziehungen zwischen den Erwachsenen und den Kindern sich entwickeln können. Diese Ausführungen, Ihre eigenen Bücher, die sind alle sehr anregend und inspirierend. Sie selber brachen ja aber auch hin und wieder neue Inspiration. Welches neue Thema sind Sie persönlich im Moment gerade frisch am Entdecken? Also ich finde, sehr, sehr spannend ist die Entwicklung des Selbstgefühls. Wir wissen aus der Neurowissenschaft und die Entwicklungspsychologen wissen das schon viel länger, dass ein Säugling ohne ein Selbst auf die Welt kommt. Er ist zwar ein vitales Lebewesen, der Säugling hat Gefühle, er kann sich freuen und Lust erleben, er kann auch Angst und Unlust erleben, aber er hat noch kein Selbst. Das Selbst ist die Sammlung von Gedanken, die wir über uns selbst haben, die Überzeugungen und die Glaubenssätze, was wir glauben, wer wir sind, das ist das Selbst. Und wie entwickelt sich dieses Selbst? Nicht? Wie entwickelt sich Selbstwertgefühl? Wie entwickelt sich Selbstbewusstsein? Und alles deutet darauf hin, dass die frühen Resonanzen, die das ganz kleine Kind, der Säugling, das Kleinstkind, diese Resonanzen, die der Säugling aus seiner sozialen Umgebung aufnimmt, also das, was ihm zurückgespiegelt wird, dass diese Rückspiegelungen und Resonanzen, dass die quasi eine Art Sediment produzieren, aus dem sich dann das Selbstgefühl entwickelt. Und dieser Prozess, wie ein kleiner Säugling langsam in den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren zu einem kleinen Selbst wird, das ist, finde ich, eine ganz spannende Sache und da müssen wir hinschauen, weil da können wir natürlich auch sehr viele Hilfestellungen geben. Also Ihre Augen funkeln dabei, mich haben Sie bereits angesteckt. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Bauer. Sehr gerne.